Machen wir gleich die neue Goldmine dahin, wenn das Ding wieder abgebrannt ist. Ist auch irgendwie so ein Quatsch. Komm, ist weg. Was halt diese fließenden Rohstoffe sind. Ach so, nee, kostet ja gut Geld. So, was ist hier das Problem? Ach so, ich brauchte ja noch die andere Geschichte. Ja. Pass mal auf, dann hauen wir das hier weg. Und der Holzfäller kann dann hier anfangen. Wo ist er denn? Holzfällerhütte. Keine Arbeit und Ziegelei. So. Wie sieht es jetzt aus? 80. 80. Okay. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Kann ich das jetzt schon bauen, diesen komischen. Ja, Podium kann gebaut werden. Angreifen wo an? Schon wieder hier. Ratte. So, der ganze Trupp. Vorwärts, Marsch. Ja, dass ich auch keine Abwehrtürme baue, das ist auch doof. Gerade hier oben könnte ich es so gut gebrauchen. Und da sie immer hier angreifen, machen wir jetzt einfach mal, schieben einen Riegel vor. So, und hier machen wir dann den Weg. Genau. Was ist hier los? Es brennt ab. Ja. Was ist jetzt schon wieder los? Wieso ist hier, steht hier alles in Flammen? Beziehungsweise, warum geht hier gar nichts mehr? Nur wegen einer Kleinigkeit. Wollt ihr mich verarschen? Fehlen Plebejer zum Arbeiten? Haben sie nichts zu fressen? Ach so, ja, okay. Ein Gebäude machen sie platt. So, die Türme sind gebaut. Ja, während sie da noch kämpfen, werden sie schon von allen Seiten beschossen. Das ist natürlich toll. Oh, sagt er. Komm. Du baust einen Weg hier rüber zu uns. Wieso kann ich das da unten nicht machen? So. Das hält hoffentlich eine Weile und hält hoffentlich alle Feinde auf. Aber wir wollen sie ja platt machen. Die Erfahrungspunkte. Da sterben sie alle. Elend werden sie zerhackt. So. Und ein Tor, bitte. So, Tor 1. Und was lauert wohl hinter Tor 2? Mehr von uns. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Steine müssten wir eigentlich ein paar haben. Deswegen ziehen wir es mal komplett durch. So. Kann ich hier eigentlich auch machen? Oder kann ich das direkt? Kann ich das direkt zumachen? Natürlich kann ich das nicht. Aber reicht das schon? Ja, können Sie bestimmt durchschleichen. Wurscht. Wo greift er jetzt an? Ah, hier, logisch. Aber ich glaube, drei Türme. Das sind keine drei Türme, aha. So, jetzt haben wir vier. Sollte auch irgendwann mal reichen. 1300 hat er noch. Ja, Ruckel. Ruckel. Guck mal, die Sau hat's kaputt gemacht. Ganz schön clever. Also haben wir was gebaut? Oh, sagen sie. So, schön eng aneinander bauen. Tatsächlich erstmal das noch nicht fertige gebaut. Clever. So, heißt, wir müssen das hier auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt für die ganzen Steinbruchgeschichten. Das muss jetzt mal auf Vordermann gebracht werden. Was ist? Konkurs. Achso, das war ein bisschen teuer, was ich hier gebaut habe. Ja, okay. Ach, shit. Haus vergessen, wieder aufzubauen. Das ist nicht gut. Marmor, genau. Ne, da arbeiten noch welche. Aber irgendwo fehlt es wieder an irgendwas. Komm, irgendwer muss hier jetzt mal arbeiten. Wahrscheinlich wieder alles krumm und schief, oder? So, was machen wir mit denen? Die arbeiten jetzt in der Goldmine. Ach stimmt, die war ja auch neu. So, Gold kommt rein, Marmor kommt rein. Sehr gut. So, jetzt haben wir die Schiffswerft. Was können wir da bauen? Nichts. Sie benötigen Zimmermann im Gebiet. Ah, ja. Zimmermann, wer schafft da? Militär. Zimmermann. Ja, zum Glück. Zum Glück haben wir die Platze. Nee, ist okay. War ich ja noch eine Runde. Unmittelbar daneben. Machen Sie mal hier unten. Ah, gibt bestimmt Ärger, wenn Sie hier angreifen. Packen wir es mal hier direkt rein. Hat das noch.
Schauen wir gleich mal. Wer arbeitet dort? Achso, die Kitten fehlen hier. Komische Musik läuft wieder. Naja. Ich sag mal nichts dazu. Also, Abfall läuft. Können uns noch einige Truppen leisten. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Nahkampf. Wir haben noch eine Truppe von diesen komischen Astarti. Da geht mehr. Ach, diese Reiterei. So ein Stall. Genau, wir machen auch gleich noch einen Stall. Dann können wir auch mal Pferde übersetzen vielleicht. Halt, was? Was ist das? Eine Galeere oder sowas? Römisches Schlachtschiff. Schiff in der Nähe werden automatisch repariert. Das ist auch gut. Gut. Ist die Werft direkt auch. So, wir legen direkt los. Wenn das uns erlaubt. Die Götter sind gesund. Machen sie den Vespa-Tunnel platt. Tunnel? Aber ich habe das Geld nicht, das wieder aufzubauen. Das ist aber schlecht. Jetzt sind sie aber schlecht. Oh, die Götter. Immer wieder diese Götter. Okay. Wir können uns... Niedrige Unterhaltung. Was ist denn das Problem? Unterhaltung 14. Ja, die sind nicht so gut unterhalten hier. Hier sind sogar 0. 0 Unterhaltung. Okay. Könnte jetzt was bauen. Ich glaube, ich lasse das aber mal, oder? Kann der mir Kohle ranschaffen? Ist mir nur den 800. Nein, das ist nur für gute Laune. Und hier ist die Unterhaltung zu niedrig. Ja, das ist das Problem, wenn ich mich so auseinander ziehen muss. Ah. Öffentlich, ja, ja. Okay, das Schiff ist gebaut. Truppen einladen. Oh, einladend. 1, 2, 3. Machen wir einfach mal. Dann hört das vielleicht auch mit den Angriffen mal so ein bisschen auf. So, und die Frage ist, wo... Hier könnte man anlanden. Da ist auch noch was. Mein Gott, ist das eine abartige... Wir müssen über die... Nur die Lager platt machen. 3 Stück haben sie. Oh, in 6 Minuten bin ich bankrott. Bankrott. Sollte aber machbar sein, ne? Die komische Goldgeschichte hier, das wird schon was weghauen. Was mit dem... Nahrung schlecht. Okay, das ist nicht gut. Das ist schlecht. Wieso habe ich den hier gebaut? Ach, wegen der Goldmine. Das heißt, ich muss da sein. Was ist mit der Nahrung? Würste produzieren wir sehr viel. Wir haben Produktion von 19 Weizen. Weizen, das heißt, hier kommt ein, kommt eine Bäckerei hin. Genau. Die Unterhaltung haben die Kollegen... Haben sie dann auch. Futter haben sie. Haben wir direkt die Straße. Moment, wo ist das? Grundlagen sind das logischerweise. Zack. 700. Ja, das muss aber sein. Jetzt haben wir minus 700. Jetzt müssen wir wieder abwarten, bis die Kohle kommt. Aber erstmal muss das Ruckeln aufhören. Komm schon. Perfekt. Minus 400. Ne, ich mach 400. Pro Minute. Das heißt, in 1,5 Minuten haben wir das Ganze wieder. Was ist denn hier das Problem? Ihr dürft hier arbeiten, ja? Shit! Nee, arbeitet lieber im Steinbruch. Nee, arbeitet lieber hier. Was ist jetzt passiert? Ach, jetzt arbeitet hier wieder keiner. Hier haben wir Futter. Wieso schafft denn jetzt hier wieder keiner? Der schafft eine Bäckerei. Odium. Präfektur. Komm, dann schaffst du ja gleich in der... Das ändern wir gleich um. Ja, 500 minus... Eieieiei, dauert wieder eine Minute. Aber wir haben ja noch 4,5. Ich sollte mal jetzt erstmal nichts bauen. Ich lasse jetzt gleich mal, wenn das fertig ist, lasse ich den hier schaffen. Irgendwo ein Plebejer wird er nicht arbeiten, das kriegen wir aber hin. Weil dafür haben wir auf jeden Fall Bedarf. Notfalls irgendwo schaffen wir irgendwo mal eine Ziegelei oder sowas. Ja, ja, Feindkraft an. Keinen Arbeitsplatz, bitte. Benötigt die, die mit daneben stehen, hallo? Ach, jetzt müssen wir wieder alles hin und her schaufeln.
Wo ist denn jetzt das scheiß Problem? Wo, was? Feind greift wo an? Oder haben wir gerade beschossen? Wo greift denn der Feind an? Oh, die Dreckskarte wieder. Das hier wahrscheinlich, ne? Jetzt greifen sie da unten wieder an. Können sie ruhig machen. Vielleicht muss man ein Bauarbeiterlager mal irgendwie hinknallen, aber das kriegen wir hin. So, was wollte ich jetzt? Wie, wo, wann? Hier war irgendwie Probleme. Weizenfarmen. Ja, ihr dürft arbeiten. Ihr dürft doch mehr produzieren. Weizenfarm darf auch... Was mache ich denn? Achso, Konkurs abgewehrt. Oh, sehr gut. Zustand Konkurs, ja, wieder mal. 1000 im Minus. Haben wir in 2 Minuten oder in 2,5 Minuten wieder drin. Okay. Produziert. Hier werden auch sogar Güter produziert. Das ist also auch nicht das Problem, oder? Können wir auch mal gucken. Sklavenproduktion 0. Konsum 10. 30 haben wir Boni. Okay, da können wir noch eins bauen. 48 werden also produziert. Ja, bitte. Feind greift wo an? Das war klar. Aber dass der Sack dahinter von der Rückseite angreifen kann, das ist natürlich immer nervig. Dann darf ich den Müll immer wieder neu aufbauen. Komm, reiß es ein. Und Eisen brauche ich ja gerade sowieso nicht, oder? Habe ich einen Eisenbedarf an Eisen? Material? Nö. Gut, dann lassen wir es auch sein. Alles andere haben wir ja ohnehin. Haben wir zumindest mal den Steinbruch. Ach, guck mal. Wir hätten das kaputt gemacht. Wie sieht es mit Stein aus? Sind wir da ordentlich im Plus? 75, 60. Ja, jetzt machen sie es wieder kaputt oder versuchen es. Und sie haben es geschafft. Verdammt. 3000. Boah, Kriegsschiff der Barbaren. Die sind aber krass. Na. Ein krass Schiff. Das schon ausreicht. 1200, ja. Da müssen wir so ein komisches Zimmermann vielleicht dahin beamen, oder? Nee, Zimmermann ist schlecht. Machen wir so ein komisches Bauarbeiterlager, wenn der Kampf hier vorbei ist. Aber erstmal vernichtet das bitte. Ein gutes Zeichen. Sie besitzen nicht genug Denarii. 1300 minus. Oh. Ist doch nicht so gut. Ja. Muss mal Kohle rankarren. Haben wir die aufgebessert? Ja, ne? Goldmine, jawohl. Achso, ich wollte ja mal einen Tempel wieder aufbauen. Irgendwann. Und was ist hier das Problem? Waffenschmied? Benötigt. Ich könnte es aber arbeiten nicht aufgrund von Rohstoffmangel. Ach so. Dann brauche ich die nämlich doch da hinten. Okay. Sollte auch mal Handel langsam betreiben, oder? Hier am besten. Wir haben eh noch 7 Minuten, das passt schon. Versuchen wir das mal. Odium, falsch. Kommerz. Feind greift an. Ja, klar. Das müsste aber machbar sein, oder? Ich meine, da schießen so viele Leute drauf. Ja, da befasse ich mich gar nicht. Und ich hoffe mal, dass... Jetzt muss ich mal schauen. Zählt das als Feind vernichtet? 5 von 12. Gucken wir gleich mal, ob es zu 6 von 12 wird. So, die Türme stehen wieder. Weil wir die Kohle haben, müssen da nochmal 2 aufgebaut werden. Ja, im Grunde muss ich so viel machen. Und dass man die Karte... Naja. Halt, ich kann die auch irgendwie durchschalten. Aber wie? Mit Tab? Ah, mit Tab. Tab heißt irgendwie Nachricht. Ach, hier gibt es Probleme. Tab, okay. Ja, da gibt es ein paar Sachen, die man auswählen kann. Keine Ahnung. Ja, da müssen wieder mehrere Folgen draus gemacht werden. Das ist nun mal so. Mit euch machen wir jetzt mal was Sinnvolles. So, die wurden wahrscheinlich vernichtet. 6 von 12. Perfekt. Aber hoffentlich nicht. Tracht. Geht da mehr? Boah, nee. Ein Trupp. Entlasse. Rübe wird entlassen. Abbreche. Tracht. Aha, ich brauche mehr von denen. Das kostet der Spaß. 1000 Mark. Oh oh. Okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon jetzt 3 von den lustigen Schiffchen. Das heißt, das ist Geld. Ja, niedrige Unterhaltung. Ist auch wieder schlecht. Ist im Grunde genommen hier nochmal so ein komisches
Modium hinbeamen, ne? Dass die hier oben total lustig drauf sind. Das kostet dir Spaß. Schiffs werfen? Nein. 400. Jetzt haben wir wieder 700. Wenn ich das baue, dann freuen sie sich alle. Und hier arbeiten diejenigen, die dort drin schaffen. So, hier mal die Holzgeschichte. Ist mal wieder Minus, gleich ist mal wieder ein Plus. Ja, das mit dem Finanzamt wäre vielleicht echt eine Idee. Ach, vielleicht mal forschen, Junge. Oh, wie schlecht. Forschen wir mal schnell ein paar Sachen, dass wir die Kohle reinbekommen. Mal Kriegsmaschinerie, Marschformation. Die Geschwindigkeit aller Infanterieeinheiten erhöht sich um 5%. Die Attacken aller Nahkampfeinheiten steigert sich um 2%. Wir können die... Oh, Prätorianergarde rekrutieren. Boah. Was mit dir? Niedrige Unterhaltung? Ja, ja, das kommt gleich. Du machst die Unterhaltung. Du bist höchst selbst dafür verantwortlich. Okay, wie kann man die durchschalten? Mit H wie Hauptgebäude oder so? Möglich ist es. So, hier bauen wir eine... Was war das? Eisenmine auf. Genau. Hat ja zumindest mal ein bisschen was zu tun. Ja, das... Ist okay, wir machen aber mehr. Wir brauchen mehr. So, zack, 4er Batterie. Jetzt sind wir wieder Minus, macht aber nichts. Was bräuchten wir da? Was haben wir gesagt? 500 kostet das, glaube ich, nur, ne? Produktion, Eisenmine, Goldmine, nee. Wo ist denn das? Bei Kommerz? Sklavenmarkt? Wo ist das nochmal? Beim Militär nicht. Grundlagen, genau. Für 200 Mark. Für kurze Wartezeit und repariert in der Nähe gelegene Gebäude. Okay. Komm, 200. Die Zeit haben wir. Ach, den Tempel müssen wir aufbauen. Vielleicht haben wir ihn doch nicht. Egal. Die Mauer muss stehen. Zack. So, wenn verkürzt. Und das hier hoffentlich repariert. Wo steht's denn? Mal die Maus drauf. Ja, genau. Es wird repariert. Ideal. Wir schaffen dort... Niemand. Das ist einfach nur so ein provisorisches Gebäude. Alles klar. Gut. Heißt, wir müssen den Tempel wieder aufbauen. Dann freuen die sich, weil sie glauben, dass sie mehr Glauben haben. Ach, oder mal langsam hier den Handel vorantreiben. Das ist ja auch mal eine Maßnahme. Kommerz ist das bestimmt. Kirchs Werft, Hafen. So, zack. Ja, noch sind nicht die Leute da. Das ändern wir in der Sekunde. Genau, das wird hier fertig gebaut. Heißt, wir brauchen den Kollegen. Richtig, dann produzieren die auch mehr, ich glaube, mehr Rekruten da oben. Da kann ich eine größere Truppe aufstellen durch die Kollegen. Holzfäller, ja komm. Ja, lieber doch nicht. Wie sieht's denn aus? 66, ui, vielleicht doch. Aber die sind halt echt richtig mies gebaut, so. 20. Sind wir noch im Minus? Wahrscheinlich, oder? Ne, das sind Materialien. Produktion 71. Nicht gut. Wann greift wo an? Ja, gut, dass ich es aufgebaut habe. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der noch mehr vertragen kann hier. Und ob hier jetzt gleich jemand arbeitet. Ob die Sklaven bei 3 Sachen gleichzeitig arbeiten können. Das finden wir jetzt raus. Ah, oh, verdammt, noch eins. Schnell neu aufbauen. Solange wir noch die... So, solange wir noch diese komische Bauarbeiterlage haben, die letzten 15 Sekunden nutzen wir voll aus. Und reparieren das. Also einfach immer mehr von denen. Ja, hier halt mal einfach ein Abwehrriegel, stört nicht. Ja, der Steinbruch hier, der läuft auf Hochtouren. So. Sklaven arbeiten hier, perfekt. So, sind wir jetzt mal langsam wieder im Plus. 101, jawoll. Stein wird langsam... Knapp. Marmor haben wir gar keine Dings. Konsum 5, Produktion 8. Läuft. Obwohl das auch für die zu... Minus... Oh, minus 1200. Ja, das war ein bisschen kostspielig hier, die Sache. Egal. Geld kommt hier. Ist ein fließendes... Ach, guck mal, hier können wir auch eins bauen. Ich würde sogar fast sagen, ich mache hier tatsächlich mal so ein bisschen was Sinniges, oder? Mehr Marmor, vielleicht können wir dann wissen, was verkaufen. Jetzt schauen wir mal. Also. Wir müssen irgendwas verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Wovon haben wir denn reichlich?
Würste. Brot können wir verkaufen. Nee, Kleidung. Boah, Kleidung bringt ja ein schweinemäßiges Geld. Genau, wir bauen hier mal die... Wie heißt das? Textilindustrie, genau, die bauen wir hier immer spaßhalber auf. Eine Flachsfarm, da arbeiten Plebejer und Sklaven und für die... Genau, und Eketten brauchen wir dann für die andere Geschichte. Für die, ich sag mal, Weiterverarbeitung. So, erstmal reguläre Arbeiterei. Na? Muss ja nicht schön sein, muss nur funktionieren. Vielleicht kommt das auch gut an. Ach ja, der Glaube hier sieht auch nicht so gut aus. Ach, apropos Glaube. Ich wollte doch, glaube ich, mal den Tempel wieder aufbauen, den es verrissen hat im Südwesten. Gleich, wenn ich wieder darf. Tempel der... Ach, kann ich schon bauen. Sehr gut. Zack. Könnte ich hier oben eigentlich auch bauen. Oder Mars-Tempel vielleicht. Da haben wir Marmor. Halt, Mars-Tempel, da arbeiten doch bestimmt Patrizier. Ja, wir können es trotzdem vielleicht mal erforschen. Ja, die Forschung, die wir jetzt bauen, ist halt echt... die ist halt heftig. Das hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Komm, lassen wir das mal weg. Minute noch. Dann Architektur. Finanzamt. Zack. Der Tempel ist mal aus. Und dann ist Finanzamt für die Kohle. Handwerker. Also können Handwerkermärkte. Das will ich jetzt mal probieren. Was ist das? Tempel des Jupiter. Da schaffen, glaube ich, die anderen den. Nee, Mars geht noch. Mars geht mit den... Mit den Equid-Häusern. So, Flachsfarm. Produzieren sie... Nicht mehr, wir haben das Geld dazu nicht. So, Flachsfarm, hier arbeitet jemand, hat Futter, hat natürlich keinen Glauben, der Rest ist aber da. So, Flachs heißt Verarbeitung durch die Schneiderei, da brauchen wir die anderen Kollegen. So, jetzt wird direkt hier produziert, unmittelbar am Hafen. Ach, guck mal, das hier können wir jetzt wirklich langsam mal in der Tenne treten, weil der macht, glaube ich, nicht mehr so viel hier unten. Ja, so ziemlich... Ja, vielleicht doch. Vielleicht reicht's, wenn sie hin und wieder mal eine Palme umboxen. Gut. Das heißt, dann können wir eventuell, wenn wir genug davon haben, können wir die Schneiderei... Können wir den Handel mit diesen lustigen Waren anstreben. Klamotten, wie viel brauchen wir da? Kleidung, wir haben ja, genau, grundsätzlich haben wir bei Kleidung schon mal 15. 40. Aber nochmal 25. Wie viel produziert wohl eine so eine Schneiderei? Wahrscheinlich brauche ich gleich noch eine. Nur bei 17. 17 Stoffe, 5 haben wir standardmäßig. Machen wir mal eins. Können wir die, naja, Landweg wird hier wahrscheinlich nicht ganz so viel nutzen. Wir sitzen auf einer Insel. Wie sieht's denn aus? 95, noch geht das. Knapp. Alles so knapp. Knapp daneben. Ist aber auch vorbei. Den braucht man gleich. Tempel des Mars. Stein und Marmor. Sehr gut. Hier haben wir Marmor, genau. Notfalls, wie gesagt, auf der Insel im Osten. Achso, ich sollte ja eigentlich mal... Ja, eigentlich sollte ich alles machen. Aber Handel ist jetzt gerade... Handel ist wichtig. Wo könnten wir denn Spaß haben mit dem Schiff angreifen? Hat es geschneit oder warum sieht das hier so aus? Ist das eine komische Insel hier? Ich möchte halt nicht mit einem einzigen Trupp hier anlanden. Guck mal. Da sind nämlich schon drei. Das heißt, dann möchte ich auch gern mit dreien anlanden. Das an sich wäre aber genial. Wenn wir uns dann hier breit machen. Hier dann unser Lager aufbauen. Haben wir Eisen ohne Ende. Gold. Oh, das holen wir uns. Okay. Müssen wir mal Geld ausgeben. 1250 haben wir. Zack. Bitte das nächste Schiff machen. Und dann greifen wir mit dem Trupp, mit den drei Mann da unten an. Bogenschützen und zwar einmal das Stadion. Ja, ist ein bisschen wenig. Und die sind gerade mal. Gut, Stufe 8 ist heftig. Die sind Stufe 1? Shit, ich hab's noch gar nicht. Oh, noch gar nicht aufgebessert. So, 1 produziert nämlich nur 10. Das war mir schon klar. Heißt, wir müssen da direkt die nächste Geschichte machen: Schneiderei. Halt, erstmal gucken, ob das schon geht. Kann ich Klamotten verkaufen? Ne, braucht nämlich 40 für Rom. Und wir haben
25. Was bringt die? Produktion 10, haben wir 35. Doch, nicht doch. Was ist jetzt schon wieder los? Ja, der Feind greift immer hier an. Ist mir wurscht. Vielleicht ist ein... Naja, kostet das direkt wahrscheinlich. Ich mach mal nicht unmittelbar. Kann ich die irgendwie verstärken? Das reicht nämlich immer gerade so nicht, was ich hier mache. Das ist unangenehm. Ich glaube, in zwei Reihen wäre es vielleicht sinniger, oder? Oder reicht dann... Ist die Reichweite dann zu gering? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hier mal den nächsten Handel aufmachen. Auf der anderen Seite... Ach, da kommen sie wieder. Ja, ja. Sollen sie machen? Sollen sie versuchen? Ich glaube, das hält. Das hält schon stand. Ja, wobei, selber zu kämpfen wäre vielleicht sinniger. Dann steigen meine Leute auf. Apropos aufsteigen, weiter trainieren. Boah, ich mache wieder alles gleichzeitig und dann irgendwie auch nichts. So, jetzt haben wir Klamotten. Kann ich aber nicht verticken. Komm, neue Handelsrouten suchen. Vielleicht wird das ja was. Aber eine zweite Schneiderei oder Tuchmacherei, Schneiderei, das machen wir auf jeden Fall. Das ist halt jetzt hier unser Hafen, in dem halt wirklich dann nur das produziert wird. Weil das hier, 17, die brauchen jeweils 5. Da kann ich auch gleich noch eins bauen. Wenn wir es wirklich drauf anlegen, komm, da machen wir gar nicht lang rum. Hier gibt es das große Tuchzentrum auf der Insel. Getucht ist ja immer gut. Na? Perfekt. Zack. Jetzt kommen die lustigen Pappeln zwar weg, aber es ist für einen guten Zweck. Futter haben wir. Genau, der Glaube hier ist aber, glaube ich, nicht so gut. Das müssen wir mal anders gestalten. Das hier gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ist ja wurscht. Kann ich da nicht einfach mehrere von denen beamen? Ich glaube, dann habe ich auch kein Problem mehr mit der Pest. Oh, ja. Ist Zeit, danke. Popularität erhöhen brauchen wir nicht. Wir haben 99, das reicht. Ja, das ist irgendwie so ein komisches Feature. Warum soll ich mich mit sowas befassen? Ah ja, die nächste Truppe ist fertig. 1000 brauchen wir für das dritte Schiff und es geht auch direkt. Ja, ich warte mal einen ganz kurzen Moment ab. So, und wieder wird Stoff produziert. Sehr gut. Es produziert 17. Reicht nicht, ne? Materialien. Wir kriegen einen Bonus von 15. Den haben wir dann 32. Das Gebäude benötigt. Haben wir die nicht? Ich habe die ja gerade gebaut. Lebensmittelmarkt. Haben wir irgendwo Arbeitslose? Bebea? Kein Arbeitsplatz. So, jetzt schaffen die dort und die anderen schaffen hier. Perfekt. Problem erfolgreich gelöst. So, Klamotten. Ey, wehe, die haben jetzt keine... Ja, sehr gut, 300. Boah. Weil wir schon 40 haben, Handel beginnen. 352. Das Einkommen ist bei 800. Perfekt. Fast ein Schiff pro Minute. Zack. So, das war die dritte Truppe. Ja, ich würde aber trotzdem gerne Nahkampf. Noch einen Nahkampftrupp. Vielleicht so eine... Wir brauchen auf jeden Fall einen Stall. Hier könnten wir einen Stall hinbauen, oder? Militär. Stelle... Zur Stelle. Wie wär's denn da oben? Doch, das sieht verlockend aus. Wohl, machen wir lieber hier oben. Und dann machen wir doch noch so ein Ikit-Häuschen. Wie gesagt, ein Stall hier oben. Reicht. Soll auch halbwegs hübsch aussehen. Hoffentlich reicht das. Könnten wir hier Reiter rekrutieren. Ach, wobei, halt, hier unten brauchen wir das doch. Waffenschmied. Ne, wo war das? Hier. Da wollen wir doch die teutonischen Reiter wollten wir doch rekrutieren. Teutonische. Heißt, unten brauchen wir nochmal einen Stall. Komm, wir haben es doch. Hallo.
Nee, haben wir nicht. Shit! Steinnot. Gernot. Wo sind wir denn? Oben rechts. Stein ist auf dem Maximum, oder? Bei der komischen. Der komischen Insel. Oh, Steine. Schweinerei. Wieso haben wir keine Steinerei mehr? Hier war eh nur Marmor. Ja. Ja, da muss es ohne gehen. Da müssen wir erstmal mit dem Trupp auskommen. Ihr seid. Ach, seid ihr immer nicht auf der höchsten Stufe. Mann. Also, ihr seid Bogenschützen. Ihr seid Nahkämpfer. Und ihr. Wart da mal runter. Boah. Ja. Dieses Warten, dass sich was tut. Also. So, die sind drin. Fracht läuft. Gesundheit haben wir reichlich. Drei Schiffe. Aber wir können die ja vom Meer aus platt machen, oder? Mehr wollen wir doch gar nicht. Gut. Weitere Schiffe brauchen wir nicht. Könnte. Guck mal, es fehlt am Eisen. Müsste ich. Wie kann ich das denn sinniger machen? Da gibt es bestimmt irgendeinen Knopf. Aber ich habe jetzt keinen Bock, die Anleitung aufzurufen, um zu schauen, wie kann ich denn jenes. Komm. Geld kriegen wir jetzt eh mit den 8000, also der Handel, das war eine super Idee. Okay. Dauert noch einen Moment, dass sie bis auf Stufe 4 sind. Gut. Das könnten wir jetzt machen. Genau, die Reiterei ist hier. Wo? Greift, verfeind. An. Komm, jetzt mach. Hör auf zu ruckeln. Sonst vergesse ich mich. Ja, hier bräuchten wir auch einen Stall. Woran lag es nochmal? Stelle. Ja. Zur Stelle. Schön hier unten. Komm. Stall haben wir. Dann brauchen wir die entsprechenden Arbeiterchens. Komm. Die sind mal ganz krass. Die wohnen hier vor der Hütte. Also die haben es wirklich faustdick in den Ohren. Hier ist keine Fracht drin. Hier brauchen wir noch was. Pferd, komm. Wir haben das Geld eh. Ich brauche für die Reiterei brauchen wir nochmal ein extra Pferd. Hoffentlich gehen die Pferde auch aufs Schiff. Wenn nicht, wäre das schlecht. Glaube ich. Werde die F-Tasten sind für irgendwas da. Soll ich mal F-Tasten drücken? Können wir auch mal. Das ist ein krass. Info. Charakter. Was ist das? Häuserdichte. Gelb, Plebeia, Blau. Häuserdichte. Nee. Forschung. F5. Nee, 4. F4 Forschung. Okay. Kriegsführung. Geschwindigkeit der Infanterieeinheiten. Oh, hätten wir vielleicht mal machen können. In einem früheren Leben schon. Und hier. So, nächstes Schiff. Schiff. Wir warten noch auf irgendwas. Wir haben Pferde. Es arbeitet jemand dort? Jawohl. So, wieso, oh, wir brauchen mehr Olivenöl oder Wein oder was auch immer. Ja, jetzt macht er mir das Ding kaputt, der dreckige Hund. Sollte man eigentlich die Schiffe da hinstellen, oder? Ja, fackelt ab, schlecht. Nerviger Drecksack. Hier hätte man sich auch noch die Wand machen können, sich aufs Maul bekommen. Aber jetzt kriegen sie auch von der Seite aufs Maul. Funktioniert ja doch so ein bisschen. 2000, ja. Müssen wir wahrscheinlich dann zwei hinbauen, wenn es dann klappt. Schießen zwei. Ja, es schießen nur zwei. Von denen. 1000 hat er noch. Macht den Rest hier weg. So, worum wollte ich mich jetzt kümmern? Mein Gott, dieses ständige Hin und Her. Jetzt arbeitet hier keine mehr. Benötige ich mir das aber arbeiten? Was? Achso, Eisen. Ja. Und da brauchte ich Oliven. Gedöns. Wo haben wir denn die Oliven? Weizenfarm, Schweinefarm, da. Zack. Einmal verbessert. Reicht das schon für den ersten Gaul? Negativ. Nochmal verbessert. Die Kohle haben wir ja. Also wenn das nicht reicht, dann wird es aber langsam lächerlich.
das ist Wein, oder? Wieso? Was? Moment. 15 Produktion Wein. 15. Männers, nicht Wein. Olivenöl, Mann. Der Olivenölmann. Ja, komm, mach! Jetzt hängt die Sau schon wieder. Boah, ist das nervtötend. Andere. Produktion 15, Konsum 10. Konsum 10. Ach, lass mich raten. Die 18. Okay, ich brauche 20. Okidoki. Haben wir den hier Platz? Ich glaube ja. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich gleich 2 gebaut. So, Olivenfarm. Wo ist die? Zack. Direkt die Sklaventruppe daneben. Das heißt, die schaffen dort. Gleich mal verbessern. Und dann geht's den nächsten Gaul. Tempel, hier schafft gerade kein Schwein. Ach, ja, hab ich auch vergessen. Und da müssen wir die Holzfälle mal umbauen. Umsiedeln viel eher. Nein, nein, nein. Ihr greift auf die alle an, jawohl. Wird repariert. 200, ja, sehr gut, 2000, nicht 200. Die andere. Mit einer Null mehr oder weniger macht schon Unterschied, ja. Ja. So, Forschung. Jetzt sind sie schneller, unsere Leute. Gut. Nächste Forschung. Genau. Ach, ich habe immer noch kein Finanzamt gebaut. Warum nicht? Bin ich dumm? Ach, und die... Oh, die ganzen Präfekturen. Das sollte mir vielleicht auch mal Spaß haben machen, bevor die Hütte brennt. Und braucht auch dann weniger... Ne? Der Unterhalt ist dann auch logischerweise geringer. Da können wir nämlich noch einen reinknallen. Und oben dann die... Was haben wir hier? Wo sind wir denn? Präfektur. Hier wäre es wahrscheinlich ideal. Dann irgendwo in die Nähe... Das ist was? Das ist ein Insular. Wollte ich eigentlich nicht bauen. Ich wollte das hier bauen. Denn irgendjemand muss da ja schaffen. Bisschen Glaube. Ja... Ist hier denn auch den Brunnen alles versorgt? Das weiß ich gerade gar nicht. Holzfällerhütte. Es gibt nicht genügend Bäume. Okay. Heißt, wir müssen die Holzfäller auf jeden Fall mal umstellen. Ganz kurz überlegen. Überlegen. Haben wir denn schon Pferde gemacht? Jetzt haben wir die... Genau. Pferde werden produziert. So. Haben wir das Geld? 3000. Ja. Müsste eigentlich ausreichen. Mal gucken. Hier haben wir gesagt, wollten wir irgendwas aufbauen. Mehr Holzfäller. Machen wir einfach mal. Haben wir Wasser? Ja, überall ist Wasser. Ach, guck mal, der Feind greift wieder an. Der Sack. Jetzt haben wir noch 4 von den Türmen. Halt, das müssen wir auch mal machen. Oh, ich sollte einfach nur meine Leute da hinsetzen. Dann ist Ruhe. Meine Leute. Wie das klingt. Goldmine. Eisenmine. So. Wir müssen es, glaube ich, auch gleich verbessern. So, hier greift der Sack wieder an. Aber erstmal macht er nur die Türme weg. Das ist super. Die Wand. So, und hier haben wir gesagt, wollen wir jetzt mal die erste Insulana-Geschichte hochziehen. So. Achso, hier können wir direkt... Okay. Direkt schön mittig können wir hier arbeiten. So, einmal, zweimal. Dann brauchen wir... Halt die Versorgung, die Futter. Das ist eine Schiffswerft, die ist ein bisschen groß. Bin jetzt nicht bei Kommerz, bei Grundlagen. Oh, ich kann es mir einfach nicht merken. Nahrung. Ja, logisch. Nahrungsversorgung. Hierhin. So. Wasser. Versorgung ist auch. So, jetzt haben sie was zu fressen und haben alles andere auch. Ja. Wir brauchen Holzfäller. Ja, hoffentlich machen sie das nicht platt. Das kann nämlich sehr gut sein. So, einfach 2 Holzfäller hier unten hin. Da schaffen dann die Plebejer, die hier wohnen. Sehr gut. Futter haben sie zwar keinen Glauben. Ach komm, da knallen wir den direkt so einen Saturn-Tempel hier vor die Hütte. Wer schafft hier? Achso, wahrscheinlich auch wieder Insulaner. So.
läuft. So, da steht, das wird gebaut. Jetzt haben wir die Holzgeschichte. Das heißt, die können wir im Westen wieder abreißen. Hier greift keiner an, gut. Genau die Sache hier. Die können weg. Oder noch so ein komischer Holzfäller. Hier ist auch noch einer, genau. Ach ja, und hier hat nie jemand den Tempel besucht schon, aber so reicht das, wenn ich das hier hinbaue? Müsste. Dann ist hier der Glaube auch stark, das gefällt mir. Hier wird ordentlich gehandelt, das ist auch super. So, vier Mann. Wo ist die Truppe? Pferdchen? Da stelle ich mal schön auf. Jetzt sehen wir, wie er ausschaut. Achso, schaut ihr aus? Gut. Boah, schon wieder anderthalb Stunden. Ich brauche echt zu ewig lang für meine ganzen Sachen, aber wie soll ich mich denn immer so stressen lassen? Ist mir doch wurscht. Wer ist das Segen? Es kann keinen Ausbruch einer Seuche in ihrer Stadt geben. Hervorragend. Hätte ich mal vorher machen sollen. Egal. So, Fracht. Hier ist Fracht leer. Nochmal gucken. Ja, so sieht es schon mal schick aus. So, vier Schiffe. Für den Feind. Na? Oh, ja, ist tiefe Mine erschlossen. Goldmine. Ganz wichtig. Machen wir das zuallererst, bevor ich mich vergesse. Und Stein natürlich dann auch gleich. So. Zack. Fast vier. 1004. Was? Wo, wann? Egal. Und der Marmor, komm, hier ist er ja auch. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, das interessiert aber nicht, weil Geld kommt, sollte reinkommen im Tausende. 1000, genau. Poppy gibt ihnen 1000 Denarii. Danke. Firma dankt. Man soll nicht sagen, ich sei nicht dankbar. Handwerkerstadt. Produziert Güter aus Olivenöl und liefert Nahrung. Ah, okay. Aus Olivenöl. Zack. Olivenöl. Und liefert Nahrung. Pass mal auf, den knallen wir direkt hin. Halt, ich habe mich verfahren. Sowas passiert schon mal im Eifer des Gefechtes. Wer hier schafft, sind wir gleich. So, komischen Equitten und dann können wir nämlich direkt hier einen Kommerz, den Handel angehen. Hier brauchen wir Plebejam zu... Hä, wieso? Was? Wir arbeiten. Ach, mehr Holz, bitte. Und dass wir nie wieder Holznot haben. Vielleicht können wir das ganze Holz denn jetzt sogar verkaufen. Wer weiß. So, hier brauchen wir. Ach ja, stimmt, deswegen Plebeia. Ja, klar. So, Glaube ist gut, glaube ich. Unterhaltung haben wir momentan noch keine, aber das ist ja uninteressant.